Herzlich willkommen bei Diablo 2 Resurrected. In der Episode Nummer 16 sind wir inzwischen und nehmen uns die Tairasha-Gräber vor. Es gibt da sechs. Guten Abend. Stück. Sieben und sechs Fake und eins ist richtig. Hallo. Wir nehmen uns klassisch die Fake-Dinger erstmal vor. Okay. Ja, der Brustpanzer bringt uns nichts. Was ist das? 1 bis 3 Feuerschaden, das wäre für den Barbaren. Wir verkaufen es nur Ghouldurst. Ja, dann haben wir hier einen Unique Dolchmesser gefunden, der Gräber. Sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit. 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. 50% erhöhter Schaden. Ignoriert Zielverteidigung. 10 zu Geschicklichkeit. Kältewiderstand 25%. Feuerwiderstand 25%. Ja, dann tauschen wir das mal gegen die Axt. Die fliegt jetzt raus. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns da irgendwie noch ein Schild besorgen. So. 3200 für die Rauchkugel. Ja gut, das Krummschwert war jetzt nicht so viel. Und die Stiefel hätte man sich vielleicht schenken können. 12% Chance, wenn getroffen, Stufe 4 Kombo-Blitz. Brauchen wir nicht. 3 zu Minimalschaden, was? Plus 7 zu Leben. Das hebt man auch auf. In der Kiste. So, das heißt, wir haben noch eine L-Rune. Ich lasse jetzt erstmal so, wie sie sind. Ich tagge die jetzt mal nicht weiter zusammen. Oh, vielleicht machen wir mal eine vierte L-Rune hat, dann drei zusammentackern. Genau, das Gold noch rein. Und dann würde ich halt gerne mal beim L-Six vorbeischauen. Dass wir mal gucken, uns einen... Ja, guck mal, wie wir rumrennen. Ah, ich hab's auf dich abgesehen. Junge. Guten Morgen. Ich brauche ein Schild. Hast du nicht noch bessere Schilder als die? Beziehungsweise können wir überhaupt sowas tragen? Noch ein Schild kostet 10.000, okay. Kostet nur 6.000, okay. 8.000 eckige Schild. 7.000 der Dornenschild. Huch, ein Reif. Ich suche nochmal ein Dornenschild. Knochenschild. Den können wir garantiert nicht tragen, bin ich mir relativ sicher. Ja, aber auch 75. Ernsthaft? Was brauchst du hierfür? Gar nichts, okay. Doch 47. Ja, das ist, glaube ich, gerade das, was wir haben, oder? C. 48. Ja, okay. Dann schauen wir uns einfach nach dem eckigen Schild um. Da haben wir noch welche. Ich hätte gern... Ah ja, super, da alle Widerstände plus 6. Das ist schon mal nicht schlecht. 5% Chance, wenn getroffen, Stufe 3 Frostnova auszulösen. 20% Verbesserung Verteidigung plus 1 zu Leben. Alle Widerstände plus 7. Der Magieschaden reduziert um 1. Gut, da haben wir den Schild schon. Nice. Dann probieren wir uns mal im Nahkampf. Also, warte mal. Jetzt. Halt, da wollte ich gar nicht ran. Okay. Ab ins fünfte Grab. Geh das mal hier unten lang. Echt, hey.
Ja, die Dinger kann man eigentlich erstmal so lassen. Das ist immerhin nichts. Trank. Ich bin doch kloppt. Meine Fresse. Ich soll den vielleicht erst aufmachen, den Würfel. So. Dann funktioniert das nämlich auch. Knochenstab. Ich bin überladen. Das stimmt doch gar nicht, Junge. Okay, der bringt aber nichts. Ein bisschen auf den Geist gucken. Vielleicht muss man da auch mal ein Pünktchen drauf geben. Sehr gut, oder nicht? Ständig zerpflückt wird hier. Noch eine Tierrune. Okay. Hallo, jemand hier? Niemand? Okay. Thank you.
Gut. Ei. Stab behalten wir mal, weißt. Ich bin so giftig, echt. Gut. Okay, hier drüben waren wir, glaube ich, schon durch, genau. Fehlerhafter Saphir. Ja, das glaube ich nicht mehr. Eine E-Truhe. Uns fehlt ein Wolf. Naja, hör mal. Mal ausnahmsweise nichts direkt dahinter. Naja. Okay. Dornenschild, ne, der passt da nicht rein.
14 zu leben. Gut, alles klar. Halt, warte mal, das ist ja ein Sargophag. Warte mal, das riesige Zepter, bringt das was? Ja, wahrscheinlich schon. Ein Geweih. Gib das mal her. Plus 2 zu Riss, plus 2 zu Verwandlung. Das hat aber 28 Verteidigung tatsächlich. Ja, super. Also, nee. Das machen wir trotzdem nicht. Das bringt es. Nutzen liegt das, was man verliert, nicht auf. Okay, Blockrate, Blockchance von 70, hat aber nur 17 Verteidigung. 10% erhöhte Blockchance, 15% schnellere Blockrate, Kältewiderstand 15%, Giftwiderstand 12%, Schaden reduziert um 1. Naja, vergiss. Der andere hatte ja alle Widerstände plus 7. Toll, der Stab war natürlich der Hammer, in Anführungsstrichen. 14 zu leben, lassen wir mal. Ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. So, das kann weg. 37% extra Gold. Ich glaube, Gold ist nicht unser Problem. Jetzt habe ich das weggeschmissen mit der Geschicklichkeit. Gut, auf der anderen Seite braucht man es eigentlich nicht. Was ist das für eine? Das ist hier drüben halt. Ja, da kommt was zusammen. Ich kann doch mal schauen. Hallo. Du hast Gegengift-Elixiere, super. Komm, wir nehmen gleich 2. Sicher ist sicher. Ja, das ist immer noch das 5. Grab oder ist es schon das 6. Grab? Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo. Tja. Der Unreine, so. So, was hat er denn? Eine Klammerkugel. Regenerationstrank, die haben wir auch schon lange nicht mehr bekommen. Ja, jetzt sind doch her. Ich bin überladen. Überladen, mein Ass, Junge. Säbel, vielleicht bringt der ja was. So, Schlüssel, wie sieht's aus? 10 von 12. Gut, wenn wir wieder welche haben, dann nehmen wir die gerade mal auf. Ja, ich muss gerade gucken, wie man hier zurückkommt und gleichzeitig gucken, worüber man gerade läuft. Das ist auch noch ein Gegengift-Elixier. Halt. Alles klar, ich glaube, wir sind durch. Ja, das war tatsächlich erst das 5. Grab. Ich glaube, es gibt 2 große Gräber, also 2 große Fake-Gräber, 4 kleine. Wenn ich mich doch richtig erinnere, und dann halt Tarashas Grab, also sein echtes. Das auch nicht klein ist. Okay, ganz so viele Gegengiftgegner. Die braucht man nicht, aber. Toll. Jetzt sind wir doch wieder vergiftet. Okay, wir gehen erstmal nach oben.
dann machen wir die Tür wenigstens richtig auf. Wenn die Herrschaften da schon meinten, sie könnten einfach durch eine geschlossene Tür durchspazieren. Ich kann nicht noch mehr tragen. Junge. Bringt aber auch nichts, hat keine Effekte. Ja, okay. Ein Ausdauerelixier. Okay. Hallo. Einfach schön. Na gut, der Landsknecht-Spieß, was war hier oben? Meine Trage, ein Krummsäbel, naja gut. Sehe ich jetzt. Mist. Hat's mich doch noch beleidigt. Das war ein Rundgang. Okay, alles klar. Da liegt ja noch ein Ring. Wie sieht's denn hier aus? Platz technisch. Das kann rein. Du scheinst so viele Ausdauer-Elixier haben wir inzwischen dabei, gut. So, was ist denn hier? Alles klar. Das ist ja der Hammer, da brauchen wir ja gar nichts davon. Uiuiui. Ein Set-Gegenstand. Schlüsselcheck, 12 von 12. Ich bin überladen. Ja, okay, jetzt sollst du ja dich aufnehmen, okay? Nice. Du Schande, ein Hirschbogen. Unmöglich. Geht nicht. Was soll das?
Wie soll das gehen? Ein Hirschbogen. Ach du Schande, ernsthaft. Ab in die Stadt. Nach Mutgulei. Ja? Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Eisenharz Hörner plus 6 zur Geschicklichkeit, Schaden reduziert um 2. Ja, ist leider nicht das Set, was wir haben, aber wir heben es mal auf. Ja gut, das hätte man eigentlich wegwerfen können. Das brauchen wir nicht. Ein bisschen viele Set-Gegenstände. Warte mal, wir gehen erstmal und schmeißen das mal hier rein. Okay, 14 bis 54. Danke. Ah, das ist nicht so gut. Stärkte Schaden plus 1 zu Bogen- und Armbrustfähigkeiten, nur Amazone. Dieser macht jetzt 34 im Durchschnitt Schaden. Danke. So macht sie leider 50, 27. Ja. Danke, danke. Verändert sich sonst gar nichts. Okay. Gut, dann ist das halt so. Das ist. Muss man ja auch alles mal feststellen. 1193, der bringt 5000, der bringt nur 207. Der hält aber noch einen Ring. Magieschaden, na gut. Magieschaden, sag ich dann mal. So, die Dinger müssen wir irgendwann mal zusammenschrauben. Aber nicht jetzt. Sonst haben wir hier nichts. Na so, gehen wir wieder runter. Ins Grab Nummer 6. So, wir hatten unsere Mana-Tränke, Gegengift-Elixier, Sensebreitachs, Forge, Breitschwert wahrscheinlich. Der Rest ist eigentlich. Ja, nicht so wirklich wertvoll. Gut, dann sind wir hier durch. Das heißt, es geht jetzt tatsächlich in Teurajas Grab. Dem letzten Grab. Okay. Das kann schon mal da rein. Kurz zur Luft kommen. Und drin. Gehen wir erstmal hier runter. Naja. Diamant. Ja, okay. Kältewiderstand wird wahrscheinlich hier gerade nicht viel bringen. Gift wäre halt geiler. Zauber.
Original-Elixier. Können wir gleich mal identifizieren. Drei zur Stärke. Unmöglich. Also, das Ding ist fast voll, okay. Ja, okay. Warte mal. Der Diamant kann zumindest. Ja, tu es darunter, okay. Ist nicht gleich wieder unsinnig anfangen hier. Okay. Ja, wir gehen mal hier unten weiter. Schimmelfaust. Hier ist nichts, okay. Schlichte Militärpicker. So, dann nächste Tür. Bock. Warte, wir gehen erst hier unten lang, weil sonst kommen wir durcheinander. Sei da dann fertig. Das ist wohl. Ah, er muss den Stab reinstecken, okay. Zwar ist das die Quest. Bringt den Stab zu Talraschas Grab. Achso, hier steht auch nochmal das Symbol des wahren Grabes. Ja, da kommen wir jetzt aber nicht hin. Okay. Ja, wir müssen da erst nochmal das Talgrab fertig machen, bevor es da weitergeht. Warte mal gucken. 18, okay, da kommen also noch zwei vertragen. Warte mal, gib mir mal den Mana-Trank. Trinken wir den doch gerade mal. Oh,
In die E-Zone. Sehr schön. Bringe ich ein paar Runen zusammen hier. Ja, da kann man ja recht viel reintun. Ist ja der Hammer. So. Ja. Muss man euch immer einladen oder was? Kriegt ihr das nicht selber hin? Okay, worauf geht man das? Ist ja schwer. Gebt es vielleicht erst nochmal auf. Vulkan. Angriffswert Schaden. Das ist halt Leben, aber wenn der halt selber drauf geht, ist halt auch blöd. Der hat halt wie viel Leben? 60. Dann geht man mal da vielleicht mal einen drauf. Dann müssen wir den erstmal erneuern. Und dann müssen wir F7 auf Vulkan. Ja, das ist doch auch schön. Spieß. Ich bin überladen. Ja. Ich bin ganz gelb, ganz grün. Hallo. Guten Tag. Hallo. Boah, das Gift von denen zieht gut rein. 93% bessere Verteidigung. Der 6 bis 10 Kälteschaden. Ja, der ist nicht so gut. Das kann man vergessen. Okay. Dann machen wir noch den Würfel leer. Das Schwert war nicht so gut. Plus 6 zu leben, das ist nicht wirklich hilfreich. 7% bessere Chance, magischen Gegenstand zu halten. Das ist mit Lebensregeneration immer noch besser. Auch wenn es nicht mehr so wirklich effektiv oder hilfreich ist, weil es nicht so wirklich viel ist. Okay, halt. Wir haben noch Edelsteine. Genau. 300.000. Den können wir zwar inzwischen 60, brauchen wir da Stärke dafür auf. Gold noch mitnehmen und dann Parallelraum. Was gibt's hier? Unique Handschuhe.
krass. Ein guter Chris. Hm. Wer von euch Chris heißt, kannst du angesprochen fühlen. Ja, brauchen wir vielleicht nicht, ja, bis wir mal irgendwann eine Identifikationsrolle finden. Halt, hab ich da was übersehen? Hab ich. Gut. Ja, viel ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Es gibt nur noch dieses Areal. So, hier sollte ja nichts mehr sein. Genau. Dann wäre nur noch hier, aber da sind wir dann auch durch. Alles klar. Heißt jetzt zu dieser Stelle. Wo man den Hohadrim-Stab hineinsteckt. Gott. Genau. Uns fehlt auf jeden Fall der Stab. Ja, da ist nichts drin. Den haben wir nicht mitgenommen. Weil ich auch nicht wusste, wie lange das noch geht. Guten Abend. Gucken wir uns erstmal die Handschuhe an. Blutfaust. 10% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, 30% schnellere Erholung nach Treffern, 5 plus 15 Minimalschaden, plus 19% verbesserte Verteidigung, plus 10 Verteidigung, plus 40 zu Leben. Oh, das macht natürlich schon einen Unterschied. Wird es verlieren? Kälte- und Feuerwiderstand. Giftdauerreduktion verlieren wir auch. Aber wir haben auch bessere Verteidigung. Ja, dann müssen wir das machen. Das ist ganz klar. Guten Abend. Hallo. Ja, ist ein paar Handschuhe. Okay, gut. Der Gürtel ist nicht sehr groß. Was wir jetzt machen ist... Wir brauchen 3 für einen weiteren, dann haben wir noch 2. Das heißt, wir brauchen einen, um da noch einen draus zu machen. Dann nehmen wir das. Genau. So. Weil das geht nämlich jetzt in den Bosskampf über. Da will ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Sicher ist sicher. So, der muss mit. So viel ist klar. So, wir rüsten alles nochmal neu aus. Die Wölfe jetzt nicht, weil das ist ja klar, aber die Raben haben ja eine gewisse Schlagzahl sozusagen. 16 Treffer. Das noch neu. Und uns noch neu. Ja, und dann auf... Los geht's los, heißt es nicht umsonst. Ein Spruch dazu, echt? Talraschas Kammer.
klopf, klopf, okay. Erkunde Teuraschas Grab. Ja, da gibt es ein paar gelbe Sachen. Schubpanzer. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, okay, ich habe schon wieder den Fehler gemacht. Okay. Ja, musst du nur die Tiere managen und dann ist da auch kein Problem. Du musst da hoch. Uah. Führer-Eil. Sonst gibt's hier nichts, oder? Nicht wirklich, anscheinend. Hallo. Hallo. Sterbliche. Ich danke dir für meine Freiheit. Aber ich habe dich früher erwartet. Ich bin der Erzengel Tyrael. Ich bin hergekommen, um zu verhindern, dass Diablo seinen Bruder Baal befreit. Doch ich habe versagt. Nun ziehen Schrecken und Zerstörung frei durch die Welt. In diesem Augenblick sind sie nach Kurast unterwegs, der Hauptstadt des Ostens. Zum Herzen des Zakarum-Tempels. Sie hoffen, dort Mephisto zu finden, ihren ältesten Bruder, den Herrn des Hasses, der vor Jahrhunderten dort eingesperrt wurde. Wenn die drei großen Übel sich vereinen, sind sie unüberwindbar. Zwar ist unklar, welche Ziele sie verfolgen, aber sie müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Ich bin gebrochen und die Energie, die mich an diese Welt bindet, schwindet rapide. Du musst meine Aufgabe vollenden und verhindern, dass die drei Brüder sich vereinen. Du musst über das Meer reisen und Diablo und Baal in Kurast suchen. Jetzt spute dich, Sterblicher. Für uns alle wird die Zeit knapp. Ja, das kann man so sagen. Questlog. Sprecht mit Jerin. Diablo, ich werde euch finden. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da müssen wir uns auch noch um das Inventar kümmern, was wir hier alles gefunden haben an Dingen. Auslesen und ja, dann gucken wir mal, dass wir dann nach Kurast reisen. Wir müssen natürlich auch noch die ganze Bevölkerung fragen und so weiter. Also da gibt es sicherlich einiges zu tun. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.